Möglicherweise wird ja der deutsche Aktienindex heute auch vom grandiosen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft beflügelt. Zumindest startet er mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Der DAX notiert aktuell bei 6.130 Punkten mit 59 Zählern oder genau 1% im Plus. Das führt aber hier an der EUWAX jetzt erst einmal dazu, dass Anleger Gewinne mitnehmen bei Call-Optionsscheinen und Long-Zertifikaten. Größter Gewinner am deutschen Aktienindex ist die Infineon-Aktie mit einem deutlichen Aufschlag von mehr als 3%. Da gibt es mal wieder Gerüchte, dass ein russischer Konzern einsteigen könnte. Jetzt ist aber der Unterschied, dass sich die russische Regierung wohl auch dafür einsetzt und auch schon mit deutschen Regierungsvertretern Kontakt aufgenommen habe. Das sagt zumindest ein Zeitungsbericht, das beflügelt die Infineon-Aktie. Die Fantasie der Derivateanleger hier in Stuttgart kann dies allerdings noch nicht so richtig anheizen. Hier gibt es allenfalls auch ein paar Gewinnmitnahmen bei Call-Optionsscheinen. Zum anderen liegen heute aber auch die Bankenwerte mal wieder im Plus. Deutsche Bank zum Beispiel, da geht es um 2% nach oben. Da gibt es eine gewisse Erleichterung, nachdem sich ja die Staats- und Regierungschefs beim G20-Treffen am Wochenende noch nicht oder vielleicht nie mehr, aber zumindest konnten sie sich nicht auf eine Bankenabgabe einigen. Und das sorgt jetzt hier zumindest mal dafür, dass dieser Druck aus dem Bankensektor weicht. Die Bankenaktien steigen und das sorgt dann auch wiederum dafür, dass sich einige Privatanleger dazu animiert fühlen, hier Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate zu kaufen, sprich auf steigende Kurse der Bankenwerte zu setzen.